Dann haben wir hier ein Big Green Egg, das ist ein Monolithgrill. Da haben wir ohne Kohle drin. Der heizt hoch bei alle Grills, also der heizt locker hoch auf, ja, 400 Grad. Wir haben hier den Rost oben drauf. Unten drunter ist nochmal ein Tischgestell, dass wir nicht direkt Kontakt zur Flamme haben. Die Flamme ist direkt da unten im Feuerkorb. Unten holt er sich Luft, je nachdem wie ich auf- und abschiebe. Ganz großes Thema immer, also heute will ich nur salzen. Wir machen nichts anderes an unser Fleisch wie nur Salz. T-Bone, das ist jetzt direkt das Stück eigentlich nach dem Ribeye. Da haben wir noch ein bisschen Ribeye mit dran. Ja. Das ist jetzt gut 4 Wochen gereift. Mit auch intramuskulärem Fett. Da ist auch der Geruch ein ganz anderer. Ich laufe mal kurz durch. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal kurz dran riechen. Ja, der Geruch ist ein anderer. Das ist etwas, wo ihr, glaube ich, nicht so kennt. Ja, und genau dieser, ich nenne das ein bisschen buttrig, kommt der Geschmack oder kommt der Geruch rüber, umgedreht wird. Ein Steak erst dann drehen, wenn es auch gedreht werden möchte. Das heißt, wenn es sich vom Grill, vom Rost abheben lässt von alleine. Das heißt, dann nehmen wir es wieder vom Grill. Ich will es jetzt gerade mal stecken. Kleinen Moment, das heißt, ich gucke irgendwo, dass ich die Mitte habe vom Fleisch. Ja, da können wir schon fast ganz rein. Du bist so gut, läufst ab und zu mal dahin und drückst mal drauf und kannst dann immer gerade da drauf drücken und dann siehst du, schlägen jetzt gerade ohnehin und dann siehst du in etwa, wo wir sind. Das ist ein Spider Steak, ja, oder ein Kachelfleisch. So ist es geläufig bekannt. Ja. Mit dem fangen wir jetzt an. Wir salzen wieder. Wer hat Salz? Genau, so machen wir das. Kein Antibiotika, kein Wachstumsförderer. Das ist bei mir Grundvoraussetzung überhaupt, dass ich mich mit einem Landwirt unterhalte. Hab jetzt das Label Rouge Geflügel mit dazu genommen. Das ist auch ein tolles Geflügel. Da sind die Tiere auch ganzjährig draußen in Frankreich. Die waren mindestens 80 Tage alt. Jetzt haben wir hier das Skirt oder Saumfleisch. Es gibt viele Arten dieses Fleisch zu nennen. Da muss man extremst aufpassen, wie man es schneidet nach dem Garprozess. Ihr seht es hier immer noch sehr gut am fertigen Stück.